Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich bin immer noch am Leveln, jetzt bin ich Level 50, einhalb bald. Und ja, ich kann sagen, es ist recht nicht so viel los. Was los ist, ist, ich kann momentan recht alleine leveln. Es gab immer wieder Zeiten, da habe ich einfach keine Lust gehabt, weil so viele hier leveln. Aber jetzt levelt plötzlich keiner mehr. Es ist zwar jetzt noch früher Morgen. Aber da wir keine Edelsteine mehr haben, ist da hier auch kein Fight. Es sind auch nicht viele Süden und Ingen hier. Und ihr seht es, ich habe einen Drop bekommen, der ich ja außerordentlich finde. Also die Drop-Chance ist ja mega gering. Also freue ich mich riesig über ein violettes Item. Und ja, das war nicht so ein gutes Spiel. Deshalb erst ab Level 53. Aber immerhin habe ich mal endlich etwas oberhalb von Gelb gefunden. Also Grün habe ich noch nicht gefunden. Aber immerhin Violett. Das ist episch. Ja, episch. Okay. Ein epischer Gegenstand gefunden. Wow. Also bis auf den Stab, den ich nicht gefunden habe, ist ein Kollege. Wie heißt es schon wieder? Also kurz schauen, wie heißt. Ist er überhaupt hier drin? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie irgendwas mit Technik. Genau. Ich habe ja so viel zu tun mit anderen Games, da habe ich nicht so den Kopf für den Namen. Und übrigens habe ich da irgendwo, ja, bin von der XP Scroll. Ich bin jetzt am Überlegen, an die Profis, ich muss ihn wahrscheinlich hier bei den Monstern einsetzen, weil ich komme kaum an Keys. Mit dem Baba, der ist ja so squishy. Deshalb, ja, denke ich mal, ich muss ihn wirklich hier einsetzen. Also es lohnt sich schon, ich habe jetzt eine 50 XP Scroll an von einer der Kisten, die ich bekomme, aber der ist noch nicht aus. Der geht ja ewig lange. Ich dachte, der geht nur eine Stunde. Der geht irgendwie 5 Tage oder so. Und ja, das muss ich natürlich bei der Scroll auch schaffen. Dass die beiden Monster gar nicht abzählen. Also, dass die gar nicht runtergehen von der Zeit. Könnte auch sein. Weil ich kann ihn immer noch nicht einsetzen, die Scroll. Ich habe immer noch 336. Also, das heißt immer noch doppelt. Also 50% mehr XP. Ja, denn ich kann halt kaum etwas zeigen, es ist wirklich nichts los. Das war mal vor, damit habe ich eingenommen vorher. Aber mehr auch nicht und ich gehe nicht zum Samal fort. Ja, Ignis hat es wieder eingenommen, genau. Ah, ich weiß es nicht. Ja, man sieht es nicht. Er ist dran gekommen. Jo. Und, ich habe kaum Zeit zum Leveln. Also, wenn dann immer nur morgens, wenn ich frisch bin, wenn ich auch Lust habe, Champions of Regnum zu zocken, dann spiele ich das immer nur eine halbe Stunde oder so. Deshalb bin ich auch noch nicht so weit. Also, einfach nicht denken, ich würde nicht vorwärts kommen oder so. Ich komme vorwärts, aber ich investiere halt kaum Zeit rein, weil es halt einfach auch keinen Spaß macht. Aber ja. Es macht schon genügend Spaß zum meisten Spielen. Also die Motivation ist halt mega groß. Jetzt auch endlich mal zu schnetzeln. So also langsam werde ich auch stark. Also mit meiner überlegenen Taktik und so. Weil die Spiele spielen manchmal echt Brain AFK. Hätte ich schon eine Chance. Aber das zieht sich halt riesig. Das möchte ich auch gar nicht zeigen. Und deshalb, ja, mache ich einfach weniger Aufnahmen, aber ich bin noch da, ich bin noch lebendig, ich spiele noch. Nur eben, es ist für mich halt nicht lohnenswert, da jetzt groß mehr zu machen, weil ich ja jetzt viel mehr Aufrufe bekomme und die Videos ja auch nicht. Sondern es muss halt noch mehr Fangetue da sein, damit ich mehr machen kann. Also, es ist, ja, ich merke einfach, die Sachen, die ich bekomme, die Aufrufe, die, oh,
Ich habe nichts gewusst. Ah, toll, cool. Ich habe nichts geschaut. Wie immer. Nein, wie immer. Jetzt bin ich einmal jetzt in einem Monat oder so gestorben wegen Leveling. Oh. Warhorse. Warmaster Horse. Ah, Tequila Bier hier, ist klar. Die ist süchtig, oder der. wo waren wir? Also, dass ich einfach, ja, hab momentan eher von Hardcore-Rollenspiel, also Regnum-Zocker, angeschaut werde, also meine Videos, als jetzt zum Beispiel von Leuten, die Regnum nicht so kennen. Das zeigt, dass ich langsam eher ein Fan bin, also ein Star bin, aber die Aufrufe sind einfach viel zu gering. Ich weiß, ich muss nicht so großkotzig machen oder so, aber so langsam gehen die allgemeinen Aufrufe zurück. Ich habe jetzt ein neues Minecraft-Projekt gestartet, niemand interessiert sich dafür. Ein anderes Projekt neu gestartet, niemand interessiert sich dafür. Stone Shard sowieso nicht mehr. Und das heißt einfach für mich, ja, ich könnte ja langsam aufhören mit YouTube. Bei Twitch geht es halt auch momentan nicht so gut. Also, ich weiß auch nicht, was ich genau machen soll. Weil es ist halt einfach mega langweilig, Videos zu drehen. Es tut euch wirklich extrem schlecht. Ist noch langweiliger, als das Video überhaupt anzuschauen, wenn ich nur leveln kann hier. Und deshalb, ja, es ist halt einfach so. Ich finde es halt einfach nicht gerade so motivierend. Und deshalb spiele ich ja so wenig Regnum. Weil genau, Regnum ist so ein Spiel, das nur Grinding ist und nur PvP. Es ist einfach völlig langweilig. Auch wenn jetzt zum Beispiel Regnum kommt, das bringt mich noch nicht auf die Palme. Es motiviert mich noch mehr, irgendwie ein Game zu spielen. Und das ist das Problem. Ich hätte gerne, wirklich, ich kämpfe immer dagegen, gegen die Langeweile. Aber manchmal habe ich immer das Gefühl, nein, ich mache mir einfach zu viel. Ich bin einer, der zu viel nach Spaß schaut. Und deshalb, ja, was soll ich sagen? Ich möchte es ja euch gönnen. Hey, ich mache Rechnung seit 6-7 Jahren schon. Für euch. Ich möchte es ja euch gönnen. Aber wenn ich jetzt wirklich nichts bekomme, dann fühle ich mich echt wertlos. Und das ist es ganz genau. Also wenn ich jetzt das Projekt weitermache, dann wahrscheinlich ja immer nur ein Part pro Woche. Sagen wir mal, jetzt ist Montag. Sagen wir jeden Montag. Ich glaube, ich habe jeden Sonntag auch ein Video gemacht, aber am Mittwoch auch immer ein Video. Und ja, mal gucken einfach. Ich werde auf Level 60 sicher dann mehr Videos machen. Ganz klar. Aber dann muss ich auch noch farmen nach Items. Also es ist nicht so, als würde ich jetzt. Okay, jetzt habe ich glaube ich die Scroll weg. Jetzt können wir die 500er Scroll verwenden. Aber das kann ein Wolf, ein zweiter Wolf. So. 242, also die 50er Scroll ist jetzt weg. Der Tagesbonus ist noch nicht weg, scheinbar. Jetzt würde nämlich Goldbonus auch stehen dabei. Also, dann ruhen wir uns nochmal aus und setzen die 500er Scroll ein. Genau. Jetzt kommt sicher noch ein anderer Level dann vorbei, der kommt jeden Morgen, sagen wir von 9 Uhr, dazu. Ah, das stört uns nicht, da haben wir noch genug Gegner. Jetzt glaube ich auch ein Barbar, das ist ein Ritter. Nein, es ist ein Barbar. Muss ich wieder sehen, damit ich den Namen. Heißt Gott, meinen Namen. Ja, ich merke ihn halt nie. Zu faul zu merken. So, jo. Okay,
hier noch gehen und verstecke mich irgendwo zum Ausruhen. Also. Ja, die Ablenkung ist jetzt gerade extrem hoch. Weil ich immer so ein bisschen denke, ob jetzt ein Syrte oder ein Igge kommt. Das ist ein Ritter. Ein Ritterhandschuh. Okay. Und jetzt momentan tue ich denken, ob die Schriftrolle jetzt wirklich nützlich ist, aber es ist schon nützlich. Weil ich bekomme ja trotzdem gut Erfahrung. Ohne XP Scroll. Also nur mit 50er XP Scroll. Habe ich schon recht viel Erfahrung bekommen. So, ich werde es jetzt einfach investieren. Es ist mir nicht so viel wert, dass ich jetzt das unbedingt in der Warzone einsetzen muss. Deshalb investiere ich das einfach, auch wenn es 9 Euro gekostet hat. Wir machen mal die Überraschungsbox auf. Ah, jetzt habe ich wieder einen 50er Scroll bekommen. Bekommt man immer nur eine? Also wenn man eine hat, dann bekommt man keine mehr. Okay, die ist blau. Mache ich die mal nach hinten. So. Und ja, wir sollten mal wieder ausladen. Ja, wir müssen kurz ausladen gehen. Jojo. Dann tue ich die noch am Ende. Dann, ja, wir gehen jetzt am besten nach Birka. Wir sind hier in der Nähe von Birka. Ah, hallo. Viele greifen momentan nicht mehr an. Also, sie sehen ja auch, ich bin jetzt zu Pferd, also zu Löwe. Und deshalb greifen sie auch nicht an. Aber die meisten greifen wirklich nicht mehr an, wenn sie auch zu Fuß sind. Das finde ich toll. Endlich ist mal wieder ein bisschen Toxizität weg. Und, ja. Deshalb bin ich auch wieder glücklicher, als nicht immer Opfer zu sein. Opfer zu sein ist natürlich schon echt bored. Wenn die Spieler einfach die ganze Zeit irgendwelche ja, Low-Leveligen töten müssen, finde ich das so doof. Also wirklich. Eieiei. Ich werde nicht Vorbild sein. Mit Level 60 werde ich wahrscheinlich auch eher Low-Leveligere noch töten müssen. Aber gut. Ja. Ist halt so. Keine Magneten hier. Mann, ich bin doch ganz allein in diesem Spiel. Ich habe noch kein Äuse gesehen. Hallo, Äuse. Wo seid ihr? Ja, im Spiel geht es wirklich momentan nicht so gut. Also, es gibt kaum Drachenwünsche mehr. Einer war vor 2 Tagen. Um 1 Uhr am Samstag. Und sonst keine Drachenwünsche mehr. Die Igen haben. Die Igen kämpfen mega gut gegen die Syrten, aber die Eisen. Ja. Ah ja, danke schön noch an Nuki LP für die Tipps. Und ja, wir treffen uns sicher mal in-game. Aber ich bin halt an Zeiten online, wo du wahrscheinlich nicht online bist, also morgens. Weil ja, ich möchte jetzt mit der Warzone eigentlich nicht so viel zu tun haben. Und eben, dass ich einfach frisch bin am Morgen zum Verrecken, sonst träge ich mich zu sehr auf. Nervt's mich halt zu sehr. Ja, leider. Aber ich werde sicher bald wieder abends sehr viel online sein. Auch weil ich ja wieder livestream. Mal sehen. Und auch an Desert Panther, danke fürs Abonnieren und ja, viel Spaß noch mit meinen Videos. Gut, das sind wir hier. Elisax. Ah, die ist schon recht hoch. Level, also sehr einfach. Aber vielleicht hat sie einfach den Panther wieder gekauft und nicht eine Box. Also wegen dem in der Quest bekommen. Genau. Also, das ist Halloween. Valentinstag-Event gewesen. Und heute soll eigentlich das Karneval-Event sein. Aber ich sehe noch nichts. Was ich sehe, sind so komische Steine am Vulkan. Wahrscheinlich an der ganzen Warzone. Wenn man die aufnimmt,
dann kommt dieses Eisenerz- oder Kohlegeräusch von den Quests am Anfang. Und es wird nichts hinzugefügt. Man macht einfach diese Animation und dann dieses Geräusch und es passiert nichts. Ich weiß nicht, was es ist. Also wer mich da aufklären kann, für was die Sachen sind, der darf das gerne in die Kommentare schreiben. Ah, das ist ein Schatz noch. Viele sammeln die Schätze gar nicht mehr ein, weil es gibt ja nur Geld. Aber ich mache es immer noch. Wow, mega viel Geld. 858 Goldmünzen. Wow. Hey. Ah, 7500, okay. Schon besser. Jupp. Ich schau kurz auf die Zeit. 16 Minuten. Dann können wir schön noch ein bisschen leveln. Ja, für diejenigen, die jetzt gerade nicht so Lust haben, zum Schauen, wie ich XP bekomme, die dürfen gerne das Video ausschalten. Für die anderen, ja, XP Scroll, hä? Wie langsam das geht. So. Zu spät zum Ding. Oh, ein Drachenaugen-Ding. Blitzstab. Wie viel bekomme ich jetzt? 1158 pro Gegner. Okay. Also ist gut genug. Und ja, ich greife wirklich nicht mit Space an. Die sind viel zu schwach. Also kein Wirbelwind oder so. Viel zu schwach. Nur Buffen. Und normal Attack. Auch wenn es eben vielleicht schneller geht. Aber es ging genug lange, ey. Ich habe jetzt wirklich sehr lange mit einem 50 XP Scroll kämpfen können. Also sicher ein Level, ein ganzes Level geschafft mit einem 50 Scroll. Und jetzt habe ich eine 500 Scroll. Also 10-mal mehr. Mal gucken, wie es geht. Ich bin. Jo. Schon ein bisschen überrascht, wie schnell das geht. Der Balken ist jetzt ungefähr um die Hälfte von einem Strich gewachsen. Das ist doch toll. Und ja, ich investiere jetzt auch natürlich sehr viel Geld in Regnung. Oh, Syrtis. Gerade ein bisschen ein Problem, scheinbar. Wann war das? Vor einem anderthalb Jahren war ich ein bisschen Syrte für kurze Zeit, weil die anderen Syrten wollten. Habe ich auch Syrtis nochmal genommen. Und davor war ich ja auch ein bisschen noch Alse und dann Ike. In Ignis war ich ja recht lange. Und ja. Ich bin kunterbunt, also ja, eigentlich bin ich ja alles ein Fan. Aber für Zuschauer mache ich natürlich auch die anderen Reiche. Jetzt momentan bin ich natürlich so gut in Alsius, dass ich nicht mehr wechseln möchte. Leider. Weil ich ja so viel Geld schon investiert habe in die vier Charaktere, genau. Ja. Ja. Mit mehr chatten. Ich weiß nicht, wer das ist. Ha! Wenigstens chatten. Ah, jetzt. Schön, ein Fan.
Okay. Ja, dann hast du eine Bestätigung. Wirst im neuen Video auftauchen. Ja. Also eben. Großes. Viel Spaß und Freude an den Videos. Das sieht man doch gerne, weil eben ich bin jetzt nicht so public, wie alle denken wahrscheinlich. So viele Anfragen und so bekomme ich nicht. Und das ist doch schön, wenn ihr öffentlich das sagt. Also wirklich zu mir kommt und das wirklich auch sagt. Ja, meistens denke ich nur so, ja, ich denke den Rest schon, aber natürlich nicht immer oder ja, es ist dann zu wenig Commercial. Und das ist klar. Aber, ja, es geht ja vorwärts. Ne? Ich werde nachher vielleicht noch kurz mit ihm reden. Ich tue dich mal als Freund hinzufügen, damit ich sehe. Welch alles als Freund habe. So. Und, ja, eben, dass ich sehe, dass auch Leute online sind, meine Mutter. Sind alle offline natürlich am Morgen. Genau. So. Also momentan habe ich schon recht viel bekommen. Ich werde nachher noch weiterleveln natürlich. Und ja, es gibt einfach nicht mehr so viel zu sagen und zu zeigen natürlich. Also dass ich einfach stark bin. Kann ja mal das nochmal anmachen, dass ich da wenig Leben habe. Jetzt einfach auf die Lebensanzeige auch schauen wieder. Weil es ist schon schrecklich. Also mega Bildschirm und dann nur oben links die Health-Anzeige. Sieht man gar nicht, wenn man manchmal beim Monster stirbt. Das ist einfach so. Das ist ja heute auch wieder passiert. Aber gut. Das ist auch wegen der Aufnahme, wegen dem Reden passiert. Sonst passiert mir das natürlich nicht. Gut. Ja, bei den Assyrten passiert jetzt auch nicht mehr so viel. Ha! Also, dass die Invasion schon begonnen ist. Also, wurde. Ja, jetzt ist es zu low level. Jetzt kriege ich das jetzt nicht. So, schön hinter dem Baum. Da oben werde ich wahrscheinlich nicht so entdeckt, weil es eine Sackgasse ist. Einfach hinter dem Baum. So. Also machen wir noch kurz ein bisschen, aber ja, es ist halt richtig. Es muss unbedingt etwas am Gameplay außerhalb vom PvP passieren. Dass man viel mehr wieder levelt, Bock hat zu leveln, wieder Items findet und so weiter. Aber wenn sie das nicht machen, dann ja, ist direkt nun halt auf einem abstürzen Ast, dass es wahrscheinlich bald irgendwann vom Server genommen wird, weil die Spieler natürlich nicht mehr so interessiert sind. Aber was machen sie? Sie machen so einen kleinen Mega-Patch, also einen kleinen Patch, der wie ein Mega-Patch eingerichtet ist, dass er nie kommt, oder? Immer wieder verzögert wird, verschoben wird. Und da hast du einfach keine Lust. Also in Regnum Forum ist jetzt momentan die Rede von einem Karneval-Event, das eigentlich heute starten müsste, aber wann? Um 11 Uhr, um 14 Uhr oder erst am Abend, um 17 Uhr. Und man startet das? Die schreiben gar nichts. Oder kommt nicht mal ein Karneval-Event, also dass nicht mal irgendwie etwas Neues da ist. Das ist im Shop jetzt etwas Neues. Jetzt eigentlich Premium-Gegenstände. Aha, okay. Ja, das war alles. Okay. Ich zeige es nachher noch. Ah, Schaman, Schaschmir, Schutzpanzer. Das könnte Bakama sein. Nee, ist Ritter. Oh, doch schlecht. Mensch, ich freue mich über jedes Item, so mega riesig. Und bin dann immer mega enttäuscht, wenn ich es sehe, das Item.
Es steht ja nicht irgendwie rare Schaschmir-Panzer. Es steht einfach nur Schaschmir-Panzer. Und das war's. Und das ist natürlich nicht so toll. Ach ja. Es geht trotzdem noch ein bisschen langweilig mit. Langsam mit dem 500 XP-Scroll. Absolut. Ja. Ich müsste echt ein paar Sirten töten können. Aber ich werde jetzt zum ersten Mal Level 55, also 53. Dann hole ich mir ständig die Erze und ja das Holz. Und danach rüste ich mich auf natürlich, wenn es geht. Also eine Waffe oder so. Kann ich mir da wiederholen. Also die violette Waffe, der Speer, ist besser noch. Und dann könnte ich euch wieder Warzone zeigen. Oder ich könnte wieder zum Jäger und dann wieder Warzone zeigen. Ich könnte ja die nächste Aufnahme wieder mit dem Jäger machen, oder? Genau. Das interessiert ja euch. Das sieht man deutlich. Genau. Also schauen wir gleich mal noch die Items an. Also so eine Lynx-Maske habe ich gesehen. Jetzt, wenn wir ausruhen müssen, zeige ich es. Also vorher, ja, richtig liebe. Ah, wer ist denn Anführerhelm? Ist das ein Jäger, denke ich mal. Ja. Okay. Schade, dass die Bären so dick sind, die lohnen sich nicht so anzugreifen. Okay, jetzt können wir gleich mal kurz schauen. Also eine blaue Cornwall-Flügel. Die sind jetzt nicht so für mich. Avatar, Zweihandschwert ist auch nicht so für mich. Karneval Totem. Ein Pass für die versteckte Insel. Was ist auf der versteckten Insel? Kann mir das jemand zeigen? Also mich mal reinlassen in die versteckte Insel, bitte. Venezische Federmaske. Na Mais, okay. Venezische Karnevalkostüm. Ah, sieht nicht so toll aus. Und Shulu-Maske. Ja, sieht jetzt auch nicht so toll aus, aber die würde ich noch kaufen. Die würde ich eventuell noch kaufen, wenn sie viel billiger wäre. Aber 2,4 Euro, nee, lieber nicht. 2,40 Euro, bäh. Hässlich. Nicht wert. Ja, ja. Ah, gut. So. Also. Ich muss leider weiterleben. Nein, ich muss noch im Einkauf gehen. Also, level am Nachmittag oder am Abend weiter. Mal schauen. Der ist halt morgen. Ah, gut. Ja, dann. Mache ich mal kurz Videoende. Tschüss, viel Spaß noch mit Regnum und anderen Spielen und ja, bis zum nächsten Part. Tschüss.